Na hallo, meine lieben Freunde. Es ist Donnerstag. Wir haben ja heute Nacht im Dunkeln aufgehört. Wir fangen jetzt Abend wieder im Dunkeln an. Wir haben eine Nachtfahrt vor uns. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, wie ihr euch denken könnt. Ja, alles in allem, wir laden jetzt noch die eine Kiste ab, die sie mir gestern nicht abgenommen haben. Weil ich musste das erst mit dem Frachtbrief klären, weil die auf keinem Frachtbrief drauf stand. Irgendwie muss die wohl unterm Radar geflogen sein. Naja, jedenfalls werden sie mir die drüben ohne Frachtbrief abnehmen, aber an einer anderen Abladestelle als da, wo ich gestern war. Und dann fahren wir laden. Und wenn wir dann geladen haben, fahren wir nach Regensburg, laden ab, laden Leergut und dann fahren wir nach Oelsnitz und nach Plauen. Auflieger abstellen und dann Zugmaschine Freitag früh. Also es ist ja dann schon Freitag früh. Wir werden nicht vor 3 in Regensburg sein, denke ich mir. Also früh vor früh um 3. Und dann stellen wir noch den Auflieger ab, machen die Zugmaschine kippsicher, das Fahrerhaus. Alles, was in die Scheibe fliegen kann, rausräumen. Dann müssen wir vorne alles abräumen, meinen Tisch raus, weil die müssen ins Cockpit vorne rein, weil das neue Mautgerät angeschlossen wird. Ja, und dann werden wir sehen, wann wir den wiederholen können. Ich befürchte ja mal Montagvormittag erst, weil es gibt viel zu tun. Vorderachse, Achsöl wechseln, Mautgerät wechseln, Tachoprüfung machen, den Kabelbaum unterm Sitz wechseln und die Jahresinspektion durchführen. So der Plan, Freunde. Also gibt es dann am Freitag kein Video, wisst ihr Bescheid, ne? So, meine Lieben, dann lasst uns jetzt mal losdüsen ins Werk. Lasst uns zur Tat schreiten. So, Freunde. Abfahrtskontrolle ist gemacht. Jetzt geht's los. So, jetzt haben wir ins Werk. Und dann schauen wir, was die Nacht uns noch so bringt. Was die Nacht für uns bereithält. Freunde der Nacht. Ja, ich bin kein Freund der Nacht, das wisst ihr ja. Ich bin mehr ein Freund des Tagfahrens. Ja, heute war ich eine kleine Runde drehen hier in Leipzig. War mal drüben im Globus, habe für unsere Hunde im Fressnapf ein bisschen was gekauft. Die werden sich freuen, wenn ich heimkomme. Ein paar Leckerli. Kalt ist es geworden. 13 Grad. Ich hatte vorhin mal die Standheizung an, ne? We'll be right back.
dann schauen wir mal, was uns der Tag so bringt. Und wenn sie uns die Kiste nicht abnehmen, dann fahren wir sie noch eine Weile spazieren, bis das geklärt ist, wer sie wann, wo, warum überhaupt abnimmt. Ich weiß auch nicht, wieso die auf keinem Frachtbrief aufgetaucht ist. Ja, du unterschreibst ja die Frachtbriefe im Prinzip blind. Du unterschreibst auf so einem elektronischen Pad und dann werden die ausgedruckt und dann kriegst du die. So, und da standen aber auf der einen standen zwei Kisten drauf, aber war der falsche. War die falsche Kiste. Wenn es Gefahrgut gewesen wäre, hätten sie sie mir gestern in der einen Abladestelle, wo ich war, mit runtergenommen, weil die diese Gefahrgutverteilung mitmachen. Aber naja, ist halt kein Gefahrgut. Irgendeine graue Farbe ist das, irgendeine Grundierungsfarbe. Ja, so das Zeug fahren wir öfter mal spazieren, wenn wir Sammler haben. Von Werk zu Werk, da fordern die. Ich habe ja gestern auch hier ganze Kiste reparierte, ganze Gitterbox voll reparierte Akkuschrauber transportiert. Bosch und Makita und hast du nicht gesehen. Was ich schon alles bei den Sammlern transportiert habe. Große Kiste Feuerwehrschläuche, große Gitterbox voll Feuerwehrschläuche und Kiste mit mehrere Kisten mit Atemschutzgeräten habe ich auch schon transportiert für die Feuerwehr. Alles schon dabei gewesen, weil die Sammler, die sammeln, wie der Name schon sagt, die Sammler sammeln. Die sammeln alles zusammen, was so irgendwo da hast du eben auch gleich mal 5-6 Ladestellen und manchmal auch noch mehr Abladestellen. Der Ralf hatte schon mal 11 Abladestellen. Das höchste, was ich hatte, waren mal 8. Aber der Ralf hatte schon mal 11 Abladestellen und davon nicht immer alle im Werk, sondern auch außerhalb in den Außengebieten welche dabei. Also da. Bist du dann schon manchmal gut dabei, ne? So. So, Freunde, dann wollen wir mal unser Glück versuchen. An der Abladestelle. Und dann fahren wir zur Ladestelle. Klappt doch. Ich hoffe ja mal, das Laden dauert dann nicht ewig. Das müsste ja eigentlich zügig gehen. Und das Abladen denke ich auch. Schauen wir mal, ich halte euch auf dem Laufenden, Freunde, wie es aussieht, wie es läuft, ne? Also dann würde ich mal sagen, see you later, Alligator. Wir sehen uns später. So, meine Guten. Ja, ich musste jetzt beim Beladen noch etwas warten, weil gerade einer da drinnen stand, wo ich reingemusst hätte. Und wäre ich 5 Minuten eher gewesen, hätte der warten müssen, weil der sein Zeitfenster verpasst hatte. Aber der stand ja nur schon einmal drinnen. Und da können sie ihn ja nur schlecht wieder rausschicken. Aber ich habe ja diese eine Palette mit dem Farbfass noch abgegeben. Habe ich übrigens sehr gut gefunden, dank des Wachschutzes. Der Wachschutz hat mir nämlich einen ganz neuen, aktuellen Plan gegeben vom Werk, wo die ganzen Neubauten sogar schon drauf sind. Und
Da habe ich das sehr gut gefunden. Ging auch schnell, die waren auch relativ zügig da mit dem Stapler. Ich musste da zwar anrufen, weil es war schon finster. Die machen dort bloß eine Schicht, also Tagschicht. Die Farbannahme, die Lackiererei. Und da kam dann aber einer von der anderen Abteilung, die auch mit denen zu tun haben, aber nicht direkt, also mehr oder weniger indirekt, also quasi wie in Regensburg, wenn ich da nachts komme und keine Nachtschicht ist da, dann rufe ich ja auch einen an. Und dann kommt der. Ja, der kam dann 5 Minuten, hat es vielleicht gedauert, kam er mit seinem Stapler, hat das runtergenommen, hat mir meinen Zettel abgestempelt und der Käse war gegessen. Ach, das ist schön, da können Sie die Sonderlackierung machen. Das ist nämlich Farbe für ein Auto für eine Sonderbestellung gewesen, für eine Sonderlackierung. Die wird dann extra zurecht gemixt und kommt dann halt von Dingolfingen hoch, je nachdem, wo sie die Farbtöne haben, die sie da dafür brauchen. Ja, und dann schicken die das kleine Fass hier hoch. Und dann wird das Auto gespritzt. Mit Farb voll gesprüht. Da wird jedes Teil einzeln gespritzt. Das ist dann extra Handarbeit. Das heißt natürlich ein bisschen mehr für so ein Auto, ne? Wenn du da Sonderlackierung haben willst. Chicherin lila beige oder wie auch immer. Das war irgendwas mit Metallic Grau, Anthrazit, hast du nicht gesehen. Stand jedenfalls auf der Palette drauf. Und ja, da wird dann jedes Teil, was lackiert wird, mit dieser Farbe einzeln von Hand lackiert. Ne? Karosserie, Kotflügel, Kofferraum, Deckel, was auch immer alles lackiert werden muss. Ne, das kostet dann halt ein bisschen extra. Ne? Aber es gibt ja Leute, die sind so verrückt und wollen ja so eine Spezialfarbe haben. So einen extra Farbton. Und dann investieren die das auch. So, Freunde, und wir fahren jetzt bis Hermsdorf, tanken, machen 45 Minuten Pause, fahren nach Regensburg, laden ab, laden Leergut, machen 45 Minuten Pause und fahren hoch Richtung Elsnitz, Auflieger abstellen und dann schaffen wir das Auto nach Plauen zu MAN morgen früh. Morgen früh, morgen früh. So, mal gucken, wie weit sie hier mit der Straße sind. Sag bloß, die sind fertig.
Sieht fast so aus, ne? Ja. Die sind fertig mit der Straße. Ne, schau an. Hier parken sie schon wieder überall. Überall Parkverbot, aber überall parken sie, ne? So, dann wollen wir mal. Kommen wir hier durch. Sieht so aus, als ob wir durchkommen. Das ist ein LNG, der will nicht tanken. So, meine Freunde, getankt haben wir, noch einen Kaffee haben wir gezogen. Ich fahre jetzt hier hinten raus, weil hier steht einer von den GLS-Fahrern so beschissen auf der Straße. Können wahrscheinlich alle keine Verkehrszeichen lesen. Seht ihr, wie der hier steht? Da wärst du nämlich hier, na gut, ich wäre vielleicht hier über die über den Streifen, aber. Vor ein Halteverbot ab 26.07.6 Uhr. Ja? Hier schläft sogar einer. Alter Franz, ich steht die sowas von abkassieren hier. Was ist denn jetzt hier? Ach, hier haben sie noch gar nichts gemacht, oder was? Hier hinten haben sie noch gar nichts gemacht. Die haben bloß hier vorne gemacht. Das ist doch wohl der Hit. So, meine Guten. Dann wollen wir jetzt mal, ne? Aber nicht normal, ne? Dass die da alle auf der Straße parken. Die haben da ihren Platz, wo sie sich hinstellen sollen, ihre Telefonnummer abgeben und dann werden sie angerufen. Aber da müssen sie ja von da hinten vorlaufen, ihre Telefonnummer abgeben, wieder zurücklaufen. Ne? Das ist ja wieder zu viel verlangt. Die sagen sich auch, ein Kraftfahrer, der am Tag mehr läuft als sein Tag, als sein Auto lang ist, ist ein Landstreicher.
So, meine Guten. Dann lasst uns ins Horn blasen. So, Freunde, dann lasst uns mal gucken, ob das Tor funktioniert. Hier hat es schön gemacht. Das sind die ganzen geradeaus an. Wenn alle auf grün geschaltet und gehen erst auf rot, wenn von irgendeiner Seite einer kommt und sich in Kontakt auslöst. Na, kriegen wir das Grün da vorne noch? Sieht fast so aus. Ach, Freunde. Das haben wir doch wieder sauber hingekriegt. So, na, dann lasst uns mal gucken, ob es geht. Einer von euch hat mir geschrieben, es ist Licht nachts ausmachen. Mal probieren, ob das hilft. Sieht nicht so aus. Er kommt. Machen wir keine lange Pri ab zum Tor 1. Der sieht ja in der Kamera, dass wir hier waren. Jetzt ist eh keiner in dem Büro, wo es klingelt. Also mit Licht aus hat das nichts zu tun. Da hat wieder irgendeiner vermasselt, mich anzumelden. Wer auch immer. Das ist, wenn mein Disponent in Urlaub ist und drei verschiedene Leute da drin rummachen, dann verlässt sich der eine drauf, dass der andere das gemacht hat. Und dann ist Kacke. Naja, egal. Werden uns schon reinlassen. Also meine Freunde, ich sag dann erstmal bis später, ne? So, Freunde, dann hätten wir das jetzt erstmal. Jetzt fahren wir nach Oelsnitz, stellen den Auflieger ab und dann fahren wir nach Plauen zur MAN Auto abgeben. Vorher machen wir noch alles kippsicher, weil die kippen müssen. Und dann Puh.
Und dann haben wir Feierabend. Haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. So, jetzt haben wir 9 Stunden 17 Schichtzeit weg und 5 Stunden 55 Lenkzeit. 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden. Was? 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden. Na, knapp kommen wir auf ein bisschen was über 10 Stunden heute. Und 9 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden, 13 Stunden. Mit der Schichtzeit könnte man gerade so hinkommen, mit 13 Stunden. Müsst mal schauen, wie es jetzt läuft. So, Freunde, auf zum Endspurt. Jetzt werfen wir einen Auflieger ab. Dann räume ich hier vorne noch ein bisschen ab, weil die ja hier ins Armaturenbrett müssen. Und dann schaffe ich den LKW ohne Auflieger solo nach Plauen zu MAN. Und dann denke ich mal, dass wir den dann Montag früh wiederholen können. Viel eher wird es nicht werden. Und dann fahren wir wieder her, holen unseren Auflieger wieder. Und dann schauen wir mal, was wir dann Montag noch machen. Dann ist die Tachoprüfung fertig, dann ist das neue Mautgerät drin. Ich hoffe doch, dass das dann auch der Kabelbaum gebaut ist. Alles andere ist dann auch gemacht. Ölwechsel, Vorderachse. Und alles, was so zur Wartung gehört, zur jährlichen. Ja, meine Freunde, so sieht's aus. So, wie sieht's denn aus hier? Na, da kommt was und da kommt was. Ach, hier kommt jetzt eine ganze lange Schlange. Wenn alle nach Plan auf Arbeit. Und von da kommt auch eine lange Schlange. So, meine Freunde. Jetzt ist es kurz vor 8
Naja, halb neun sind wir auch oben, das reicht auch. Das wissen die ja schon, dass man nicht so auf die Minute pünktlich sein kann. Das können die sich ja denken. Ich habe ja auch nicht gesagt, ich bringe eine Punkt 8. Ich habe gesagt, ich bringe so um 8 rum. So, wie sieht's denn hier aus? Das sieht's doch mal gar nicht so verkehrt aus hier. Der Tesla-Fahrer. Wir stellen den hier an den Rand. Hier an den Rand stellen wir, ne? So, Freunde. Na, hallo, meine Lieben. Es ist Wochenende, ich bin zu Hause. Ich werde das Wochenende genießen. Meinen kleinen Gartenrundgang machen mit euch. Ja. Aua. Kopf gerammelt, Vögel aufgeschreckt. Normalerweise bücke ich mich hier immer, aber weil ich mit euch konzentriert war. Ja, meine Freunde, so sieht's aus. Es wird Herbst. Überall die Blätter gelb. Seht ihr das? Das Holz vom Kamin steht auch bereit. Ja, so, einen Igel haben wir auch im Garten. Dem haben wir extra hier ein Igelhaus hergestellt. Meine zwei Geister tun hier auch um mich rumtoben. Hier, guckt euch den an. Hier, den da. Sugi, du auch. Guck mal her. Guck mal her. Hier, guck mal hierher. Henry, lass den Sugi. Henry, guck mal hier. Hör auf. Hör auf. Also es ist hier Chaos jetzt. Kann man jetzt hier nicht erstmal das Mikro wieder richten. Der hat das Mikro verrammelt, der kleine Geist. Also Freunde, wie gesagt, Wochenende. Genießen, Montag um 7:30 hole ich einen LKW wieder ab. Fahr nach Oelsnitz. Muss erstmal alles wieder einrichten und dann seid ihr auch wieder mit dabei. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine gute Nacht, einen schönen Abend, eine stau- und knitterfreie Fahrt und haltet schön eure Stoßstangen sauber. In diesem Sinne, tschüss.